Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation eines Beispiels, wie ladbare Revit-Familien in OpenTree verwaltet werden können. Ich bin Denise Dietsch und mein aktueller Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung der Bauindustrie. Bevor ich zur Kreitec kam, habe ich bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Beratung und Einführung von Dokumentenmanagement und Produktdatenmanagementsystemen gesammelt und meine Kunden während der gesamten Projektphase unterstützt und begleitet. An diese Erfahrung knüpfe ich bei der Kreitec mit unserem eigenen Zeichnungs- und Dokumentenmanagementsystem OpenTree an. Bevor wir mit dem Familienmanagement in OpenTree starten, müssen wir erstmal Ihre existierenden Familiendateien in OpenTree übernehmen. Dafür bietet OpenTree jedoch eine einfache Importfunktionalität. Sie sagen in dem entsprechenden Ordner also Dokument erstellen und wählen den Import aus. Anschließend navigieren Sie zu dem Pfad, wo sich Ihre aktuellen Familiendateien befinden. Sie können hier eine Datei oder auch mehrere gleichzeitig übernehmen und importieren. In dem Fall wollen wir jedoch nur den Tisch nach OpenTree übernehmen. Wir öffnen also die Datei und wählen die entsprechende Vorlage in OpenTree aus. Anschließend fragt uns das System nach den für die Dateibenennung notwendigen Informationen. Diese richten sich nach dem ISO 19650-Standard und sind bereits im Standard enthalten. Wir können die Informationen, die abgefragt werden, und auch die Dateibenennung selbst jedoch speziell an Ihre Anforderungen anpassen. Zusätzlich habe ich in dem Beispiel auch eigene Schlüsselwörter erstellt, die speziell für die Familien angewendet werden. Hierzu zählt einmal die Kategorie und der Typ selbst. Abschließend kann ich noch eine kleine Beschreibung hinzufügen, welche die Familiendatei noch einmal besser identifiziert. OpenTree generiert nun automatisch einen einzigartigen Dateinamen. Dies spart Ihnen die Zeit und Arbeit, sich speziell mit der existierenden Dateinamenskonvention auseinanderzusetzen, um sie korrekt anzuwenden. Gleichzeitig minimiert es auch Fehler bei der Dateibenennung und sorgt dafür, dass jede Datei einen einzigartigen Dateinamen hat. Wie Sie sehen, fehlt in unserer Ansicht aktuell noch die Kategorie und der Typ. Die Kategorie, die hier hinterlegt ist, ist die Systemkategorie, welche den Dateityp beschreibt. Ich kann mir diese Information jedoch einfach hinzufügen. Und an die Stelle verschieben, an der ich sie gerne haben möchte. Die Ansichten selbst sind frei konfigurierbar und können sowohl benutzerdefiniert als auch systemweit zur Verfügung gestellt werden. Dafür speichere ich einfach meine Ansicht und vergebe dem entsprechenden Namen. Wie Sie sehen, steht die Ansicht nun als benutzerdefinierte Ansicht zur Verfügung. Benutzer mit speziellen Rechten können diese auch in die Systemansicht verschieben und somit allen Benutzern zur Verfügung stellen. Zusätzlich bietet OpenTree die Möglichkeit, einen Prüf- und Genehmigungsprozess für die Familiendateien zu hinterlegen. Wie Sie sehen, wurde unsere Datei in Arbeit angelegt. Unser Statusnetz beinhaltet einen ganz einfachen Prozess, nämlich von in Arbeit in genehmigt. Sie können jedoch auch, wie bereits erwähnt, diverse Genehmigungs- und Prüfprozesse dazwischen schieben. Ich genehmige jetzt einmal die importierte Datei, damit sie für die Benutzer als aktuellste Datei ersichtlich ist und zur Verfügung steht. Wie Sie sehen, wurde auch automatisch der Status aktualisiert. Möchte ich jetzt eine Änderung an der aktuellen Datei vornehmen, so kann ich diese revisionieren. Dies sorgt dafür, dass der Revisionsstand hochgezählt und der Versionsstand zurückgesetzt wird. Gleichzeitig befindet sich nun der Status auch wieder in Arbeit. Ich kann die Familie nun auschecken und öffnen, damit ich sie in Revit bearbeiten kann.
Habe ich meine Bearbeitung durchgeführt, so speichere ich anschließend die Datei und schließe sie ganz normal. In OpenTree checke ich die Familiendatei wieder ein, sodass sie wieder für alle Benutzer zur Verfügung steht. Denn ausgecheckte Dateien können von anderen Benutzern nicht mehr bearbeitet oder geöffnet werden. Damit die Datei nun auch für andere Benutzer wieder freigegeben ist, genehmige ich die Datei. Wie Sie sehen, hat sich auch hier der Status automatisch wieder angepasst. Doch wie finde ich bei der Vielzahl der Dateien, die Sie gegebenenfalls in OpenTree importieren, genau die Familiendatei wieder, die ich in mein Revit-Modell laden möchte? Dafür bietet OpenTree diverse Suchfunktionalitäten. Ich kann also über das Projekt oder sogar die komplette Instanz suchen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, die Familiendateien auch in einem Extra-Ordner, welcher allen Projekten übergeordnet ist, zu hinterlegen. Das hängt ganz von Ihren Anforderungen ab. In meinem Fall weiß ich nicht genau, wo sich die Informationen befinden und möchte über das gesamte Projekt suchen. Um die Familiendateien zu identifizieren, wähle ich mir im Folgenden die Kategorie aus. Dies ist die Systemkategorie, welche einfach als Familie die Datei definiert. Gleichzeitig kann ich mir auch meine Stichworte hinzufügen. So ergänze ich die Kategorie und suche nach allen Familiendateien, die zu dem Sanitär gehören. Auch hier sehe ich wieder meine Ansicht, welche ich gegebenenfalls anpassen kann. Da sie zum Beispiel die Kategorie und den Typ, welche ich benutzerdefiniert vergeben habe, nicht enthält. Deshalb wechsle ich ganz einfach die Ansicht und habe somit alle Informationen zur Verfügung. Die entsprechende Datei kann ich direkt von hier bearbeiten. Sie sehen, dass im genehmigten Zustand nur noch begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Dies ist aber auch richtig so. Denn schließlich soll die Datei im genehmigten Zustand nicht mehr verändert, sondern lediglich verwendet werden. Doch wie bekomme ich die Datei eigentlich in mein Revit-Modell? Dafür schließe ich jetzt einmal die Suche und wechsle zurück in meinen 3D-Ordner, wo sich meine Revit-Modelle befinden. Wir öffnen also die Datei und checken sie aus. Dies entspricht der normalen Arbeitsweise mit OpenTree. Ich möchte nun die Familie in mein Modell laden. Doch dafür muss ich sie erst einmal aus OpenTree herauskopieren. Also wechsle ich wieder in meinen OpenTree-Browser und die Familienbibliothek. Dort wähle ich die entsprechende Datei aus und sage einfach mit einem Rechtsklick herauskopieren. Wie Sie sehen, öffnet OpenTree automatisch den Explorer mit dem entsprechenden Pfad, wo die Datei nun lokal liegt. Ich wechsle also zurück in mein Revit-Modell, sage Familie laden und wähle den entsprechenden Pfad aus. Hier wähle ich die Datei und sehe direkt eine Vorschau dieser. Die Familie ist nun in Revit vorhanden. Wenn ich also unter meine Möbelkategorie schaue, sehen Sie hier den einzigartigen Dateinamen der Familiendatei sowie die verschiedenen Typen, die Sie zur Auswahl haben. Ich möchte diese jetzt natürlich auch in mein Revit-Projekt hinzufügen und wechsle daher in Level 1. Wähle mir den entsprechenden Tisch und platziere ihn an dem Ort, wo ich ihn gern hinhaben möchte. Sie sehen, es ist nun vorhanden und ich kann ganz normal weiterarbeiten. In dem Fall möchte ich einfach nur die Datei speichern, bin fertig mit meiner Arbeit, schließe sie und checke sie in OpenTree wieder ein. Das Revit-Modell beinhaltet nun die Familiendatei mit genau diesem Versionsstand. Die Familiendatei selbst bleibt jedoch zentral davon unberührt. OpenTree bietet Ihnen den Vorteil, dass die Familiendateien zentral verwaltet werden.
Sie haben in OpenTree eine automatische Dateinamensbenennung sowie zusätzliche Metadaten zur Verfügung, die es Ihnen einfach machen, die entsprechende Datei zu filtern, zu suchen und zu finden. Dies spart Ihnen enorme Zeitkosten und verringert gleichzeitig die Fehlerquote, da Sie immer auf die aktuellsten Informationen zugreifen und somit keine falschen Versionen verbauen. Wenn Sie also daran interessiert sind, die Vorteile von OpenTree für sich und Ihr Unternehmen zu nutzen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.